Wir haben neue Beutel. Endlich haben wir sie wieder vorrätig. Ich glaube, das hat jetzt fast ein Jahr gedauert. Ja, auf jeden Fall richtig, richtig lange. Ja, dass wir die letzten hatten. Erstmal zeigen wir die jetzt. In schön. Soll ich da was reintun? Ja, warum das mit der Produktion jetzt so lange gedauert hat von den Beuteln, das haben wir schon mal in dem Video erzählt. Ich glaube, das war das Weihnachtsgewinnspiel, da haben wir das angerissen. Und zwar, wir wollten Beutel haben, die fair und nachhaltig produziert sind mit einem bestimmten Label, also einem bestimmten Zertifikat. Und das haben wir jetzt. Das ist nämlich das GOTS-Zertifikat. Ja, das ist halt ein Zertifikat, das die gesamte Produktionskette eigentlich sicherstellt, dass es fair und nachhaltig produziert ist. Dass es also nicht nur Bio-Baumwolle ist, sondern auch noch fair produziert. Und so, das wollten wir gerne haben mit diesem Label. Endlich haben wir es gefunden. Dann gab es noch Scherz mit den Farben, die mega unterschiedlich ständig aussahen. Aber er hat euch alles nicht zu interessieren. Ja. Euch hat nur zu interessieren, sie sind jetzt endlich wieder da. Und schön verpackt. Wir haben auf Graspapierkartons gewartet. Wir haben die extra anfertigen lassen, weil Graspapier noch mal cooler ist als aus Pappe. Und das ist jetzt auch da. Ja, hat euch aber auch nicht zu interessieren. Die Beutel sind jetzt da. Und ein paar haben schon bestellt. Sind gerade live reingekommen, die Bestellung. Nee, Quatsch. Weil über Instagram hatten wir es schon gezeigt in der Story. Die verpacken wir jetzt hier alle schön per Hand und stempeln und haben noch Karten. Ja, an der Stelle schöne Grüße in die Duschbrockenwerkstatt. Wir wissen jetzt, wie es bei euch zu Hause aussieht. Oder in der Werkstatt. So, heute sind wir aber fertig erstmal mit Packen. Und wir gehen gleich ins Coworking Space. Und das wollten wir euch nämlich nochmal zeigen, weil das ja jetzt relativ neu ist, dass wir in einem Coworking Space eingemietet sind. Ja, witzigerweise, eigentlich wollten wir euch das gestern schon alles zeigen. Also gestern wollten wir auch schon vloggen. Wir waren nämlich gestern unter anderem auch in Köln unterwegs. Ja. Haben wir das Mikro vergessen. Ja. Ja. Aber jetzt haben wir es ja dran. Und dann nehmen wir euch einfach mal mit heute in den Tag. Also es passiert überhaupt nichts Spektakuläres, nichts Krasses. Wir wollten euch einfach nur mal mitnehmen in den Tag jetzt hier in Düsseldorf bei Anja und Daniel. Ja. Aber vielleicht erzählen wir euch noch, wie es in Berlin war. Oh! Berlin! Also generell, das ist immer so geil. Daniel sagt immer, dass ich so die Einleitung machen soll, weil es ihm einfacher fällt, einzuspringen, anstatt die Einleitung zu machen. Ich habe doch jetzt die Einleitung gemacht mit Berlin. Genau. Ja, wir waren in Berlin für anderthalb Wochen, weil da die Messe ITB steht für Internationale Tourismusbörse. Ja. Die weltweit größte Messe für Tourismus. Wir waren da auch schon die letzten zwei Jahre, haben da auch schon gevloggt. Also hier ein Video, falls du komplett neu dabei bist, warum Blogger überhaupt dahin gehen, was wir da gemacht haben. Ja, ich glaube, wir haben insgesamt drei Videos über die ITB gemacht. Eins von 2017, dann zwei von 2018 und von 2019 haben wir keins. Genau. Dieses Jahr haben wir keins gemacht. Wir haben zuerst überlegt, eins zu machen, aber das war dann so, vorher waren halt irgendwie die Fragen noch, was machen Blogger auf der ITB, was machen wir da? Das haben wir alles irgendwie schon beantwortet. Wir wollen uns da nicht wiederholen und deswegen haben wir da jetzt keinen großen Vlog draus gemacht. Und jetzt zu dem Grund, warum es trotzdem eine besondere ITB für uns war. Wir waren nämlich bei einer Podiumsdiskussion dabei. Spulen wir mal kurz zurück. Drei Wochen vor der ITB. Wir öffnen das Mailpostfach. Bling! Kommt eine Mail rein und wir wurden angeschrieben, ob wir Lust haben, mit dran teilzunehmen auf so einer Podiumsdiskussion oben als Mitsprecher. Also insgesamt saßen wir da, glaube ich, zu siebt. Also da war jemand von einer Agentur war da, von Peru verantwortlich, also von der Tourismus gedöhnt halt. Ja, von Kolumbien. Genau, und das war so cool. Eine andere Instagrammerin war noch da und da ging es darum, Social Media und Tourismus. Wie viel Einfluss hat Social Media und so weiter, halt sowas. Aber wir waren auf jeden Fall auf der Bühne. Richtig so coole mit Mikro Erfahrung. Und so voll professionell. So. Ja. Entschuldigung, ich habe eine andere Meinung. Also ich sehe doch so. Hallo. Ja. Nee, so krass war es eigentlich nicht. Das Ganze ging gar nicht so deep irgendwie, diese ganze Diskussion. Lag aber vielleicht auch daran, dass es nur, also die war begrenzt auf 45 Minuten und wir waren halt mit recht vielen Leuten da oben und die Themen mussten halt irgendwie erklärt werden, worum es ging. Aber trotzdem, richtig, richtig cool. Ja. Und von euch haben wir auch welche getroffen. Die waren mit dabei. Also so cool, dass ein paar von euch noch da waren. Das war so eine coole Erfahrung. Wir waren so unglaublich nervös. Also muss ich mir mal vorstellen, 2017 war unsere erste ITB, wo wir echt so schon nervös waren, weil es halt das erste Mal so, ja, wir sind jetzt selbstständige Blogger und wollen jetzt hier mit Media-Kit und Unterlagen und keine Ahnung, mit den Terminen. Das war halt das erste Mal für uns. Voll nervös auf der weltweit größten Tourismusmesse und dann schreiben die uns, ob wir auf der Podiumsdiskussion so unseren Senf dazugeben wollen. Vor allen Dingen, es waren gar nicht so wenig Leute da. Also ich würde sagen, dass da echt irgendwie doch, schon voll. Keine Ahnung, 100, 150 Leute oder so saßen? Nee, war echt, also es war voller als gedacht auf jeden Fall. Und wir waren so unglaublich nervös. Und dann wollte ich auf Klo gehen, kurz vorher, weil nervös, ne? Steht da die Putzfrau, Entschuldigung, wir putzen gerade. Ich habe Leute. Die haben mal ein Bild, wie es aussah. Ach ja, stimmt. Also hier. Nee, komm, Vollbild. Ja, die hat Marco gemacht von Love & Compass. Sarah und Marco, die waren auch da natürlich. Generell waren wir in der WG wieder zu sechst, wie auch die Jahre davor. Mit denen hier?
Genau. MyRoad, Bina und Francis, die anderen beiden. So, jetzt geht's aber ins Coworking Space, das ist gar nicht weit von hier. Und mal gucken, wie viel wir von da vloggen. Wir wissen noch nicht, also wenn es voll ist, manchmal ist es auch recht leise da. Ich weiß nicht, ob wir da so viel sprechen. Dann trauen wir uns nicht. Genau. Okay. Was mit deiner Tastatur? Oh. Hast du echt jetzt vergessen? Ja, ich hätte sie nicht mitgenommen. Ich bin nämlich so eine krasse Listenschreiberin. Ohne Liste geht bei mir gar nichts. Und deswegen auch die Coworking-Packliste. Laptop, Auflade, wo ist meine Hülle? Ja, bei der Ordnung hilft die Liste aber nicht. Yes. Aber Anja hat sogar für Handball eine Liste. Sie ist mit einem Tablet hier rumgelaufen, wie so eine Eventmanagerin. Und hat geguckt, ob ihre Schuhe und ihre Söckchen in der Tasche sind. Ja, dafür vergesse ich meine Tastatur nicht. Ja. Oh, der war gut. Ja, der war nicht schlecht. USB-Teil. Was? Es geht wieder los. Habe ich irgendwann schon mal betont, wie lange Daniel braucht, um seine Schuhe zuzumachen? Irgendwann stoppe ich mal die Zeit. Ich ignoriere das jetzt ja einfach. Du ignorierst das immer. Jetzt zeigen wir euch aber noch unser kleines Highlight hier, den Pausenraum. Also das wird alles halt noch, das ist jetzt noch nicht fertig hier, ne, mit den Dingern. Aber man könnte meinen, das sieht fast schon so aus wie unser Wohnzimmer mit den Paletten, ne? Ja, mega fast. Cool, wenn man hier jetzt mal über Polster draufsetzt. Muss mal Akku wechseln, ihr Mikro. Es wird viel gearbeitet, deswegen haben wir da jetzt nicht so viel gequatscht, weil wenn alle immer so fokussiert sind, dann traut man sich nicht da so laut rein zu quatschen. Wir haben uns mit neuer Verpackung eingedeckt, wir haben Kartons abgeholt. Die haben wir da hinliefern lassen, da steht jetzt der ganze Flur voll mit unseren Kartons. So, jetzt gehen wir noch kurz was einkaufen, dann kochen wir was und dann erklären wir vielleicht erstmal, warum wir überhaupt in einem Coworking Space sind. Ne? Ja, haben wir auch gar nicht. Ja. Haben wir auch nicht, ne? Ja. Ja. Gesehen, eine neue Kette. Also jetzt habe ich zwei. Einmal die ich fast verloren hätte in Thailand, aber dann im Sand wiedergefunden wurde und zugeschickt wurde. Und jetzt die hier von, wo habe ich die denn nochmal her? Travel Tales hatte ich gefunden bei Instagram irgendwo. Also, von Bali auf einer Familie handgemacht und dann verkauft sie die hier in Deutschland. Ja. Wer jetzt Pluspunkte sammeln will bei Anja, der sagt, oh Anja, ist mir sofort aufgefallen im Video, schöne neue Kette. Ja, könnt ihr mal versuchen. Ja. So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Ja, warum sind wir überhaupt im Coworking Space? Wo setzen wir uns denn jetzt hin? Hier ist so ein kleines Chaos jetzt. Auf ne? den Turm. Ja, im Coworking Space sind wir eigentlich, also für die, die es vielleicht gar nicht wissen, was das ist im Grunde ein Raum, wo Selbstständige sich monatlich einmieten können, hingehen und halt man zusammen arbeitet. Also was heißt zusammen? Man an seinem Platz arbeitet, aber halt umgeben ist von Gleichgesinnten, von anderen Selbstständigen und sich halt gut austauschen kann. Wir sind eigentlich aus dem Grund dahin gegangen, weil das ist cool. Also wir lieben es, wie wir uns das hier so ein bisschen das sieht nach Chaos aus. Wir lieben es. Ja, wir lieben es. Ja, wir haben uns jetzt zwar so ein bisschen unser Bürochen gebaut und hier haben wir auch alles, was wir brauchen, aber trotzdem fällt einem einfach irgendwann mal voll die Decke auf den Kopf und in den vier Wänden, also es gab da Tage, da sind wir einfach überhaupt nicht rausgegangen, weil wir halt hier alles hier hatten. Und dann dachten wir uns, ja, dann lassen wir in so einen Coworking-Space gehen, einfach mal um andere Leute zu sehen, überhaupt andere Menschen zu sehen. Ja, und einfach zu gucken, wen man vielleicht kennenlernt, mit dem man sich da austauschen kann. Und man muss sagen, wir sind wirklich viel, viel produktiver geworden. Ja, wir sind geworden. Wirklich richtig produktiv da. Vor allem, was so Sachen angeht, wie so Reisetipps, wo man einfach die Tipps so faktisch runterschreibt. Ja. Das können wir super gut da. Alles, was so ein bisschen kreativer ist oder Podcast ist. Wir können uns da jetzt ja nicht ins Großraumbüro setzen und Podcast aufnehmen. Das können wir ja nicht da machen. Aber ansonsten... Und vor allem kommen wir mal raus hier. Einfach an der frischen Luft. Das ist auch schon mal immer gut. Ja, jetzt ist 18 Uhr.
Dann, also um 18 Uhr schließt das Coworking Space, dann kommen wir wieder nach Hause und dann setzen wir uns eigentlich wieder an den Laptop. Ja. Ja. Außer heute, heute packen wir Beutel weiter. Heute setzen wir uns nämlich nicht an den Laptop, sondern auf den Boden. Ja. Ja. Ohne Witz, ich finde, es sieht chaotischer aus, als es ist hier in dem, irgendwie, oder? Ja. Ich finde das nicht so krass, wie es da gerade aussieht. Ich sag das auch immer, es ist chaotischer, als es ist, aber mir glaubst du das nie, wenn ich das sage. Sagst du mal, lass mal auf. Ja gut, bei dir am Tisch. So, das zeige ich jetzt mal. Das ist Daniels Seite. Das ist meine. Und jetzt sag mir mal bitte einer, was chaotischer aussieht. Ja, jetzt auch nicht mehr. Und wir haben gesagt, dass heute nichts Spannendes mehr passiert. Dass generell nichts Spannendes passiert. Wir wollten euch einfach nur mal kurz mitnehmen und uns hier mal melden, Bescheid geben, dass es neue Beutel gibt. Und euch zeigen lassen, wie fleißig wir falten. Ja, aber packt mal unten in die Kommentare, ob euch sowas auch interessiert. Also einfach mal so ein... Na gut, dann machen wir jetzt Outro-Time, ne? Ja. Okay. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Oh, hier kommt ihr zum letzten Video. Und hier kommt ihr zum nächsten Video. Irgendwie so. Ja. So, war schön wieder mit euch zu quatschen und habt einen schönen Tag. Ciao. Ciao.